Willkommen an der Küste Portugals. Hier ist es heute etwas stürmisch, aber auch wunderschön. Skoda hat seinen absoluten Bestseller mitgebracht, und zwar den Octavia in der überarbeiteten Form. Was er kann und was sich getan hat, das schauen wir uns jetzt an. Wenn man den Octavia von außen betrachtet, hat er sich eigentlich kaum verändert, vor allen Dingen, wenn man von der Seite und von hinten aufs Fahrzeug schaut. Vorne jedoch ist ein echtes Facelift passiert, denn er hat ein neues Gesicht. Er hat jetzt 4 Augen, die Scheinwerfer wurden geteilt. Warum das so ist, das erklärt uns der Designer. Also wir haben von der A-Säule nach vorne sind alle Teile komplett neu. Die Haube ist jetzt dreidimensional. Wir haben unseres Power Dome, was eigentlich unser traditionelles Stilelement ist. An der Seite haben wir das sogenannte Inselthema. Wir haben einen neuen Kotflügel und ganz wichtig, wir haben jetzt die doppelte Scheinwerfer. Und das hat auch einen Grund. In unserer Offroader-Familie haben wir die vertikal angeordnet. In diesem Fall haben wir die horizontal angeordnet. Also es hat eine gewisse Logik. Auch die ganze Linienführung ist ganz strukturiert und klar, weil wir auch glauben, dass eigentlich emotionales und rationales Design Hand in Hand gehen können. Ganz wichtig war für uns natürlich auch die Front zur Seite anzupassen vom Charakter. An der Seite haben wir eigentlich nichts Neues gemacht. Das würde bedeuten, die Blechteile anzufassen. Aber meiner Meinung nach wirkt das Auto auch nach vielen Jahren noch immer sehr scharf und präzise und sehr stämmig in Proportion. Die Stoßstange ist natürlich auch komplett neu. Die ist sehr klar und präzise gestaltet jetzt. Dieser Undercut bzw. diese Sicke leihen sich ab mit der Seite und der Schnitt drunter. Man macht ganz klar, dass dieses Thema einmal komplett ums Auto rumgeht. Also wirkt das Ganze noch schlüssiger als davor. Und wir haben auch natürlich komplett neue Katzenaugen und neuen Diffusor. Das Interieur des Skoda Octavia hat sich im Grunde genommen nicht verändert. Wir haben das gleiche, sehr großzügige Raumangebot. Wir haben die gleichen guten Materialien und immer noch natürlich die vernünftige Verarbeitung. Jedoch gibt es jetzt ein neues Infotainment-System. Das hat einen 9,2 Zoll großen Touchscreen, ist komplett glasüberbaut. Und was es kann, dazu haben wir den Experten befragt. Ja, also hier haben wir ganz neu 9,2 Zoll Display. Und heißt Columbus in dieser Version. Und was hier ganz neu ist, ist Infotainment Online. Also das heißt zum Beispiel also Traffic Online. Also hier können wir ansehen, ob das grün oder rot ist. Also die Route zum Beispiel zum Arbeit. Also es ist ganz schön grün, können wir losfahren. Was ganz neu ist, ist die Skoda Connect Infotainment Online. Und hier können wir zum Beispiel die Preise von Tankstellen ansehen. Also es ist ganz einfach mit LTE-Verbindung, also ganz schnell. Wir haben die externe Antennen, also es ist wirklich schnell. Und hier können wir es bei Preisen sorten, sehen wir das direkt im Map und können wir hier die billigste Tankstelle auswählen und Zielführung starten. Grundsätzlich bietet Skoda für den neuen Octavia 4 Diesel, 4 Benziner und einen Erdgasantrieb an. Die liefern zwischen 86 und 184 PS. Dazu kommen aber noch die RS-Modelle. Die haben als Diesel 184 und als Benziner 230 PS. Später gibt es aber on top auch noch den RS 245, der dann logischerweise 245 PS hat. Später in diesem Jahr kriegt Skoda zudem noch für den Octavia den neuen 1,5 Liter TSI-Motor aus dem VW-Konzern, der dann 150 PS liefert und extrem sparsam sein soll. Geschaltet wird hier entweder manuell über 5 oder 6 Gänge oder aber über das 6- oder 7-stufige DSG. Je nach Fahrzeug ist auch noch der Skoda Allrad verfügbar. Der neue Octavia ist bezogen auf das Fahrverhalten im Grunde genommen genau wie der alte. Die Spur ist ein bisschen verbreitert worden an der Hinterachse, aber das macht wirklich keinen großen Unterschied. Zudem haben wir die gleichen Motoren, wir haben die gleichen Getriebe und den gleichen Fahrkomfort, sogar die gleichen Fahrprogramme. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist nicht viel passiert, aber es gab beim letzten auch schon nichts zu beanstanden.
Auch bei den Assistenzsystemen hat man den Octavia deutlich aufgewertet. Er bietet jetzt eigentlich fast alles, was wir aus dem Volkswagen-Konzernregal kennen. Dazu gehört unter anderem ein Trailer Assist, der das Rangieren mit dem Anhänger einfacher macht. Dazu gehört ein Querverkehrswarner, der einfach das Rückwärtsausparken sicherer macht. Viel wichtiger jedoch finde ich, er hat jetzt auch den autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, der einfach hilft, Unfälle zu vermeiden. Ob man das neue Gesicht des Octavias mag oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde jedoch, er sieht auf der Straße deutlich besser aus als auf jedem Foto, das ich vorab gesehen habe. Für alle, die gerne sparsam fahren, nochmal daran erinnert, ab Mitte des Jahres gibt es den neuen 1,5 Liter TSI, der richtig sparsam unterwegs ist und trotzdem 150 PS bietet. Für alle, die Spaß haben wollen, für die gibt es bald die 245 PS Version, die sicherlich mehr als nur ein bisschen Freude bereiten wird. Das Auto startet bei rund 17.500 Euro. Aber ganz wichtig ist, das Auto bietet all die guten Dinge, die wir vom Vorgänger kennen, nur deutlich moderner.